Ich glaube, hier hatten wir jetzt sogar schon drei Angreifer. Okay. Als nächstes kommen sie dann da hinten. Dann könnten wir unsere Bogenleute mal hier hin platzieren. Vielleicht versuchen wir dann gleich schon mal da das Ganze einzureißen. Ein Gebäude braucht einen Arbeiter. Ja, also. Das hat sich erledigt. Perfekt. Was macht er denn hier? Interessant. Interessant. Ja, 315 bei der Nahrung, das gefällt mir aber nicht. Ich hätte da gerne nochmal irgendwas anderes. Vielleicht gehen wir doch schon mal hier irgendwie Richtung Fisch. Die Frage den. Ja, wir nehmen den hier. 400, ja komm, machen wir. Aber ich habe nämlich Angst, dass wir da zu wenig Nahrung haben. Das ist mit das Schlimmste. Weil dann logischerweise die ganzen Leute absterben. Das wollen wir natürlich nicht. Das Blöde ist nur, jetzt bohren die da. Entweder wir gehen auf Risiko und hoffen, dass wir die alle wegkriegen. Oder wir zäunen das Ding ein. Weil das hier wäre dann, wenn die von hier kommen, wäre das quasi die erste Hütte, die abreißen würden. Aber wir machen das auf Risiko. Wir machen das auf Risiko. Den Slot hier hätte ich gern. Da ist so viel Holz drauf. Boah, geil. Die Burg können wir verbessern. Nice, okay. Jetzt haben wir nämlich die nächste Stufe erreicht und können unsere Produktionshütten, also hier die Jagdhütte zum Beispiel und auch das Sägewerk und so, können wir erweitern um einen... Okay, können wir erweitern, wenn wir genügend Stein haben. Können wir erweitern dann um einen weiteren Arbeitsplatz. Dann kriegen wir... logischerweise mehr Holz oder mehr Stein oder was auch immer. Eigentlich wäre es ja sinnvoll, erstmal das hier zu machen. Ne? Dann kriegen wir mehr Stein und den Stein können wir ja dann wieder benutzen für andere Dinge. Okay, würde ich sagen, nehmen wir als nächstes Lagerhaus uns mal vor und dann nehmen wir mal die Wind... Ne, die Metzgerei holen wir uns, glaube ich, als nächstes. Weil die erhöht dann die Produktion für Fleisch. Und dann dürften wir, glaube ich, immer weniger Probleme haben mit all der Nahrung und so. Aber wir haben jetzt auch hier die Fischerhütte. Die dürfte auch schon einiges bringen. Muss nämlich immer, also müssen wir immer auf den jeweiligen Slot draufstellen, wo jetzt zum Beispiel hier die Jägerhütte ist. Ich frage mich nur, warum ich die da nicht hinstellen kann. Eine Fleischquelle, ja, ist doch. Zack. So, und die erhöht dann die jeweilige Produktion von zum Beispiel jetzt der Jägerhütte für diesen einen Slot. Das heißt, ich weiß jetzt zwar nicht, ob das auch für Fisch gilt, ne? Schön ist dabei. Die Fleischproduktion. Nein, ich ja nicht. Ne? Metzgerei ist ja eigentlich auch nicht. Theoretisch könnten wir die hier nochmal hinstellen. Das kostet die 200. Ja, machen wir. Das machen wir. Zack. So, jetzt können wir hier nämlich so Büsche und all so ein Gedöns aufstellen. Werden wir jetzt auch mal machen. Kann man hier was hinstellen? Ja.
so wirklich viel hat das jetzt nicht gebracht. Bei diesen wenigen Häusern denke ich mir dann ja, also kann auch nicht sein, dass ich jetzt noch eine Taverne schon bauen muss. Also wenn doppelt so viele Häuser wären, okay, aber... kopiere ich dich. Egal, lass das erstmal so laufen. Vielleicht verteilen wir später nochmal ein bisschen Deko-Kram. So, was steht denn als nächstes an? Forschung. Sagen wir, sparen noch ein bisschen. Vielleicht auf die Getreidemühle. Die wäre vielleicht nicht schlecht. Sagen wir, vergrößern mal unsere Produktion für Sonnenstein. Da holen wir uns auch nochmal hier nochmal irgendwie einen Slot. Sonnensteinbergwerk, genau. Okay. Und dann möchte ich gerne ein paar mehr Palisaden bauen. Was ein bisschen zum Schutz. Können wir nämlich hier schön zumachen, dann würde ich demnächst noch diesen Slot hier kaufen, dann können wir hier eine Wand lang ziehen, da einmal lang und dann nehmen wir hier nochmal eine Wand lang. Dann haben wir hier einmal ringsherum alles zu. Lagerhaus ist schon wieder voll. Ziehen einfach zu viel. Wir legen die schöne Lagerhaus über hier hin. Was sagt denn unsere Metallmine? Mittlerweile ist die fertig. Jo. Perfekt. Okay, die müssen jetzt zwar hier irgendwo dann einmal rumherum laufen, aber wenn wir da lang oder könnt auch hier nochmal ein Tor einbauen. Hier vielleicht. Oh. Gut, das war jetzt richtig dumm. Scheiße. Das haben wir da nämlich wieder noch gemacht, weil die greifen hier gleich an. Ne? Ah, egal. Wir schaffen das schon. Wir schaffen das schon. Okay. Das lief ja noch gerade mal so ganz gut. Okay, das passt auch sehr gut. Dann können wir nämlich jetzt hier das Ganze nutzen, dass die von hier angreifen. Und können den Laden hier zumachen. Was kostet mich das denn? 880? Ach so, da kann ich gar nicht. Da müsste ich hier lang. 880 und nochmal 880. Ich sage, nehmen wir erstmal den hier, weil hier wäre die erste Hütte, die angreifen würden. Und dann machen wir hierzu, dazu, dazu und ziehen dann da nochmal ringsrum und machen hier vielleicht noch ein Tor rein oder so. Und dann sind wir wirklich einmal ringsherum. Können wir vielleicht
in unserer Burg nochmal so ein paar Wände reinziehen. Vielleicht hier. So einmal durch, als so Zwischenwall, so als Grenze zu dem Ganzen. Ja. Was wollten wir uns holen? Genau, die Bibliothek, ne? Hatten wir, glaube ich, gesagt. Also diesen Zufriedenheitsbonus. 800 hatten wir gesagt, ne? Ja. Wir müssten irgendwie die Zufriedenheit hochkriegen. Das nervt mich gerade echt. Weil nur weil die Zufriedenheit jetzt auf minus 8 ist, dauert das 3 Jahre, bis wir neue Leute kriegen. Aber ich... Naja, okay. Dann pflanzen wir halt nochmal ein paar Bäumchen. Das Ding hier können wir eigentlich auch abreißen, oder? Weil hier in dem Slot sind ja irgendwie auf kurioser Weise sind ja hier auf einmal keine Wildschweine mehr, sondern jetzt sind die Wildschweine ja hier. Da können wir den Bums eigentlich auch abreißen. Dann haben wir nämlich auch 3 Arbeiter über. Okay, wir müssen diesen Wolfsbau hier umhauen. Ja, definitiv. Aber wir sind viel zu wenig Leute gerade. Das würde echt lange dauern. Aber das gehört mir ja schon. Nee, gehört nicht. Gehört mir nicht. Ja, wir... Ah ja, guck mal, jetzt sind die dabei. Okay, perfekt. Dann warten wir mal kurz ab. Und dann können wir da die Bude mal einreißen. So, Dekoration wollte ich gerade machen. Den können wir eigentlich auch einreißen. Und dann kommt hier unser Observatorium hin.
Okay, Zufriedenheit geht langsam wieder nach oben. Das ist schon mal eine sehr gute Sache. Vielleicht, also ich werde nochmal ein paar Sachen jetzt hier irgendwo hinstellen. Und ich höre schon da hinten wieder irgendwelche Wölfe meine Leute anfallen. Deshalb machen wir jetzt hier auch einfach mal zu. Ach ja, ich wollte ja das hier hinten auch noch. Ah, nein. Jetzt ist gleich schon Nacht. Kann ich mir das hier noch leisten? 960. Ja, komm. Aber. Ich hole sicherheitshalber nochmal meine Bogenschützen hier hin. Gut, die eine Nacht und dann machen wir am nächsten Tag, dann kümmern wir uns um die Wolfshütten. Die zwei Stück, das würde ich einreißen, dass meine Leute dann da sicher langlatschen können. Rein. Wobei eigentlich wäre es schlauer, das Tor hier reinzubauen, ne? Wegen, weil hier der See ist. Oder hier das Tor. Da das Tor? Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Perfekt. Ich wollte eigentlich gerade noch schnell hier eine Scheune hinstellen. Hat nicht so ganz funktioniert. Damit wir unseren Lagerplatz nochmal so ein bisschen erweitern können. So, von wo kommen sie denn in der nächsten Nacht? Nächste Nacht. Von da. Okay, dann parken wir uns hier. Bogenschützen stellen wir erstmal dahin. Und dann machen wir hier den Laden erstmal dicht. Und bauen hier ein Tor rein. Und damit dürften wir jetzt eigentlich ringsherum jetzt zu sein. Perfekt. Wir haben so zwei, drei Ausgänge. Und viel zu viele Forschungspunkte sehe ich gerade. So. Kirche. Da. 400 Holz. Und 12 Steine. Okay, uns fehlt wieder mal so ein bisschen Holz tatsächlich. Gerade erst ein Sägewerk abgerissen. Ach hier, da sind ja noch gar keine Leute drin. Okay. Hier sind ja direkt. Oh nee, hier sind ja.
hier direkt drei Hütten. Das wird ja nervig. Okay, dann schicken wir die erstmal dahin. Die bis hier vorne an den Rand und dann versuchen wir mal unser Glück. Wir könnten hier gleich nochmal fünf Leute nachholen. Was ist denn hier? Hallo? Hallo? Hä? Hä? Schieß doch! Hä? Hä? WTF? Einfach ein Wanderwolf. Okay. Nein, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. So, jetzt schnell. Beeilt euch. Bevor da der nächste spawnt. Oder wieder so ein Wanderwolf vorbeikommt. Ist aber durch. Die haben wir gleich. Ja. Bam. Nice. So, jetzt können wir nämlich unsere Leute hier hinschicken. Weil wir stellen sie lieber erstmal dahin. Stellen wir da hin. Und Gebäude braucht einen Arbeiter. Achso. Forschung. Holen wir uns, glaube ich, mal die Türme. Das ist ganz cool. Und die Kirche wollte ich ja haben, ne? Um meine Leute hier mal wieder zu beleben. Sagen die stellen wir hier hin. Schön mittig. Bisschen Deko davor.
Jetzt können wir nämlich hier diese coolen Holztürme bauen. Wo wir dann hier noch Schützen oben drauf stellen können. Das ist eigentlich auch ganz cool. Ich würde sagen, dann dieser Bau hier, den machen wir dann als nächstes weg. Der ist nämlich ziemlich nah an meinen Leuten dran. Das kriegen wir hin. Jo, perfekt. So, schon mal positionieren für die nächste Nacht. Ach, die sind auch direkt hier hinten wieder. Zack. Und welchen Bau? Den Bau hier wollten wir wegmachen, ne? Dann positionieren wir uns mal hier. Und ich würde sagen, das ist dann auch dann der letzte Tag. Danach machen wir dann erstmal ein bisschen Schluss, würde ich sagen, für heute. Wir machen vielleicht morgen weiter oder so. Mal gucken. Holztürme können wir aber noch bauen. Schön irgendwo an den Eingängen. Sehr, sehr schön. Nein, was machst du denn? Nein, nein, nein. Oh. Dass wir schon eine Kirche gebaut haben. Müssen wir nur noch mal ein paar Leute für einstellen, die sich hier drum kümmern. Aber ansonsten würde ich sagen, sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Oh. Achso, ja, die sind noch so ein bisschen außerhalb, aber kein Problem, das kriegen wir schon hin. So, könnt ihr euch jetzt da hinstellen in die Ecke und da hinschießen? Kriegt ihr das hin? Oh, scheinbar nein. Hallo. Was macht die denn?
drüber schießen können? Probieren wir das mal aus. Oh ne, 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 halt. Stopp, zurück. Ich geh bitte da lang. Wir könnten hier auch einfach nochmal einen Turm hinstellen. Machen wir immer mal. Wir könnten uns sogar schon die Belagerungswaffen holen, ey. Geil. Die kann man dann schön oben auf diese Türme drauf klatschen. Komm, wir machen das einfach mal. Die kann man nämlich oben dann drauf bauen. Auf diese Türme. Und dann kümmern die sich quasi um alles. Wo stellen wir das am besten hin? Hier vielleicht so? Scheunen sind schon wieder voll. Wir produzieren einfach viel zu viel Essen. Lagerhäuser sind auch voll. So, könnt ihr euch jetzt da hinstellen und hier hinschießen? Geht das? Jo. Perfekt. Dann mit denen hier kann ich nämlich auch dahin schießen. Ohne dass ich dahin muss. Ich muss nur aufpassen, dass die hier gleich nicht losrennen. So Jungs, let's go. Ich glaube, der ist zu weit weg. Na, jetzt aber. Jo, jetzt haben wir ihn. Der letzte. Komm. Okay, dann lassen wir unsere Leute nochmal schnell nach hier hinten rennen. Parken die einfach da mal. Was sagen unsere Belagerungswaffen? Genau, es gibt nämlich zwei verschiedene. Einmal hier so eine, die so eine Art Rundball wirft und so einen Flechtschaden macht. Und eine Balliste, die quasi direkt sich eine einzelne Person dann irgendwie vornimmt und die böllert. Ich glaube, wir brauchen noch mal wieder ein paar Wohnhäuser, ne? Kann das sein? Wohnhäuser sind auf jeden Fall gerade alle wieder voll. Okay, dann brauchen wir hier nochmal eins hin oder vielleicht auch zwei.
fast haben noch eins hin. Ach, jetzt ist sogar Nacht. Okay. Oh ja, es sind auf jeden Fall jetzt mehr geworden. Wir müssen auf jeden Fall jetzt mal aufstocken. Ja, auf jeden Fall.